So, liebe Gäste, ich darf Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz im Anschluss an das Spiel im DFB-Pokal 8 im Finale 1. FFC Frankfurt gegen Bayern 04 Leverkusen begrüßen. Zu meiner Linken Achim Pfeifel, der Trainer, der Cheftrainer von Bayer Leverkusen, und zu meiner Rechten Ivo Arnautis, Cheftrainer von unserem 1. FFC Frankfurt. Vorab ein paar Zahlen zu dieser Begegnung. Endstand 0:1. Das Tor in der 29. laut Schiedsrichterbericht ein Eigentor. Zuschauer insgesamt 860 hier am Pantanobad. Ein weiteres Ergebnis gibt es, gab ein weiteres 14-Uhr-Spiel. Hoffenheim schlägt Jena mit 6:1. Und dann kommen wir auch schon zu den Statements der beiden Trainer. Ich darf Sie bitten, Herr Pfeifel, zu beginnen. Ja, ich denke, es war insgesamt, und das war von vornherein zu erwarten, ein sehr, sehr kampfbetontes Spiel. Im gesamten Spiel war auch eigentlich mit vielen engen Zweikampfsituationen auch, und am Ende sind wir der etwas glücklichere heute, und mit der einen Situation konnten unsere Spieler gewinnen. Insgesamt, ich denke, wir haben das gut verteidigt, relativ wenig zugelassen, und in der zweiten Halbzeit müssen wir natürlich unsere Kontersituation besser ausspielen, um dann eventuell frühzeitig danach noch ein zweites Tor zu machen. So wird es dann immer eng hinten raus, und da haben wir heute insgesamt eben das kriege Glück auf unserer Seite, und ich freue mich eigentlich für meine Mannschaft, dass sie das heute geschafft hat und dass wir uns vor dem Finale jetzt einziehen konnten. Schönen Dank. Nico, dein Statement zum Spiel. Ja, guten Tag und Glückwunsch an Achim und Leverkusen für das Weiterkommen. Ja, ich bin maßlos enttäuscht, wie ihr Frankfurter, glaube ich, heute hier. Ja, in meinen Augen haben wir einfach in der ersten Halbzeit heute in keinster Weise mitgespielt. Wir waren in allen Bereichen, alles, was wir uns vorgenommen haben, nicht präsent genug. Wenn du zu wenig investierst, dann kannst du halt folgerichtig auch im Rückstand geraten. Das ist dann auch passiert. Und dementsprechend war das heute eine ganz, ganz schlechte erste Halbzeit von uns. Wir haben das in der Halbzeit angesprochen, und brauchen wir gar nicht über Taktik reden oder sonst irgendwas. Wenn du Zweikämpfe, Achim spricht davon, dass viele Zweikämpfe geführt werden. Wir haben sie in der ersten Halbzeit nicht so angenommen. Also ich glaube, wir sind nicht so oft im Zweikampf gewesen, und dann haben wir den Ball eigentlich übergeben. Dementsprechend haben wir das ganz klar angesprochen in der Halbzeit, und ich muss dann sagen, in der zweiten Halbzeit war es ein Ticken besser. Ich glaube, da war eine Bereitschaft zu erkennen. Und ja, es hat dann nicht viel gefehlt. Wir hatten auch in der ersten Halbzeit ein, zwei Situationen, ich glaube, wo Laura Feier sie mir über rechts durch ist, den Ball auf Gary spielt, wo sie nicht direkt schießt, sondern den Ball wieder mitnimmt und dann zu spät abschließt. Und dann zum Drehen den zweiten Ball dann knapp am Tor vorbeigesetzt hat. In der zweiten Halbzeit hatten wir ein, zwei Situationen, auch am Ende mit Laura Freigang, glaube ich, wo sie den Ball nicht richtig trifft. Die Chance zum Ausgleich, es wäre da nicht unverdient gewesen aufgrund der zweiten Halbzeit, aber insgesamt war das heute von uns einfach zu wenig, um ins Viertelfinale einzuziehen, und das muss man auch ganz, ganz klar dann auch sachlich betrachten, und dementsprechend sind wir sehr enttäuscht heute, und gerade in der ersten Halbzeit, da haben wir in meinen Augen das Spiel verloren. Dankeschön, Nico. Fragen von Seiten der Presse? Ja, gibt es anscheinend keine, dann können wir es kurz machen. Ein kleiner Ausblick, der FFC spielt am Freitag schon wieder, also in 6 Tagen. Publikumsspiel hier am Brentanobad. Kickoff ist 19.15 Uhr, dann geht es gegen Hoffenheim, die ja auch das Viertelfinale erreicht haben. Und Leverkusen muss am Samstag, glaube ich, nach Köln. Ich glaube, für euch auch ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen Köln, in Köln, dann wird es wieder. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für die Aufmerksamkeit, wünsche unseren Gästen eine gute Heimreise. Und allen anderen natürlich auch noch ein schönes Restwochenende. Dankeschön.